Es war der 11. November 2011. Es war kalt in der Großstadt Bengaluru. Der eisige Nachtwind drang in die Schlafzimmer. Und in dieser Nacht waren die Schreie von Nadias Geburtsschmerz unvergleichlich. Das, was sie zur Welt brachte, würde die Ärzte zum Schreien bringen. Nadia kämpfte mit der Intensität ihrer Wehen und der Schmerz ließ sie fast ohnmächtig werden. Ihr Mann war auf einer Geschäftsreise und sollte erst am nächsten Tag wiederkommen. Der Geburtstermin lag noch 2 Wochen entfernt, aber sie wusste, jetzt oder nie. In wenigen Minuten war sie von ihren Nachbarn umringt, die sie schnellstmöglich ins Krankenhaus bringen wollten. Doch das war leichter gesagt als getan. Die Herausforderung bestand nicht darin, dass es kein Fahrzeug gab, sondern wie sie überhaupt aus dem Haus kommen sollte. Nadia war hochschwanger und ihr Bauch war doppelt so groß wie üblich. Die letzte Untersuchung im Krankenhaus hatte ergeben, dass sie 8 Babys erwartet. Deshalb mussten sie besonders vorsichtig sein. Erschwerend kam hinzu, dass Nadia sich vor Schmerzen kaum bewegen konnte. Sie konnte nicht mal richtig atmen. Nach etwa 25 Minuten gelang es ihren Nachbarn, sie ins Auto zu tragen und direkt ins Krankenhaus zu fahren. Nadia biss vor Schmerz in die Autositze. Sie kämpfte mit ihren Bewegungen, den Schmerzen und der schrecklichen Angst, die sie vor den Wehen hatte. Ihr Handy klingelte in höchster Lautstärke, aber Nadia bemerkte es nicht. Schließlich war sie mehr als nur ein bisschen mit sich selbst beschäftigt. Der Anruf kam von ihrem Mann, der wahrscheinlich schon auf dem Weg nach Hause war. Der nächste Anruf kam von ihrer jüngeren Schwester. Vor 2 Jahren war Selma in der gleichen Situation. Zu ihrem Glück war Nadia bei ihrem Auto gewesen, um ihrer Schwester zu helfen und sie zu trösten. Selma hatte Zwillinge zur Welt gebracht. Gesund und stark. Nadia hoffte für ihre Kinder auf das Gleiche. Selmas Anruf kam wieder einmal zum 13. Mal innerhalb von 10 Minuten. Selmas Stimme ertönte auf der anderen Seite, sobald Nadia abnahm. »Wo bist du jetzt? Dein Mann hat angerufen. Warum nimmst du unsere Anrufe nicht entgegen?«, fragte Selma. Sie verstummte so schnell, wie sie die Frage gestellt hatte, weil sie eine sofortige Antwort bekam. Nadia erwähnte flüsternd den Namen des Krankenhauses und ihre Schwester vermutete, dass sie auf dem Weg zur Entbindung war. Das Telefonat war vorbei. Als sie im Krankenhaus ankam, wartete Selma bereits. Auch das Krankenhaus hatte mit der Entbindung gerechnet und war schnell genug, auf die Situation zu reagieren. Nadia wurde sofort auf die Station gebracht. Ein Team von Krankenschwestern und Pflegern war an ihrer Seite, denn die Geburt wurde innerhalb der nächsten Minuten erwartet. Doch die grausamen Wehen hielten noch eine halbe Stunde an, ohne dass ein Baby auch nur in Sicht war. Minuten später kam ihr Ehemann. Seine verzweifelte Stimme erfüllte den Flur, bis er auf Nadias Station verwiesen wurde. Er rannte zum Bett seiner Frau und stellte ihr viele Fragen. Nadia konnte keine davon beantworten, da sie unter Schmerzen der Wehen stöhnte und ließ Selma für sich sprechen. In regelmäßigen Abständen kamen die Ärzte herein und untersuchten Nadia, um dann gleich wieder zu gehen. Diese Prozedur dauerte eine ganze Weile. Raoul hatte genug von der stummen Behandlung und ging in die Arztpraxis, um sich nach dem Zustand seiner Frau zu erkundigen. Laut dem Arzt war Nadias Situation heikel und die Babys konnten nicht gleichzeitig herauskommen. Oder vielleicht auch gar nicht. Sie mussten auf die perfekte Gelegenheit warten. Ein falscher Schritt könnte das Leben der Babys und der Mutter teuer zu stehen kommen. Raoul sank in seinem Sitz zusammen, als er dies hörte. Er fragte sich, wie er seiner Frau diese Neuigkeit subtil mitteilen konnte, ohne sie zu verunsichern. Raoul hatte solche Situationen nur in Filmen gesehen, aber das hier war das wahre Leben. Das Leben seiner Frau, um genau zu sein. Als er zu seiner Frau zurückging, kam er an einem anderen Zimmer vorbei und sah eine Mutter, die ihr Neugeborenes in den Armen wiegte. Der Anblick war herzerwärmend und gab ihm ein wenig Hoffnung. Schließlich hatten Frauen schon seit Urzeiten Babys bekommen. Warum sollte es bei Nadia anders sein? Sein Gehirn registrierte den Gedanken kaum, etwas anderes schoss ihm in den Kopf. Seine Frau erwartete nicht nur 1, 2 oder 3 Kinder, sondern 8. Die Ärzte hatten ihr mehrfach erklärt, dass die Wehen extrem schwierig und gefährlich sein würden, sowohl für Nadia als auch für die Kinder. Der Gedanke, dass der Liebe seines Lebens oder seinen ungeborenen Kindern etwas zustoßen könnte, ließ ihn erschaudern. In diesem Moment fühlte er sich unter der Last seiner Ängste erdrückt. Plötzlich schallte Nadias Stimme durch das Krankenhaus. Raoul eilte zu ihrer Station und befürchtete das Schlimmste. Die Krankenschwestern und Ärzte führten eine Reihe von Untersuchungen durch, während sie weiterhin vor Schmerzen stöhnte. Raoul und Selma sahen hilflos zu und tauschten ängstliche Blicke aus. Nach ein paar Minuten verließ das Personal den Raum ohne spektakuläre Ergebnisse. Bevor sie gingen, nahm der Arzt Raoul beiseite und sagte zu ihm: »Bereite dich auf das Schlimmste vor. Die Sicherheit deiner Frau ist gewährleistet, aber für die Kinder können wir das nicht versprechen.«
Danach herrschte eine ohrenbetäubende Stille. Er ging zurück ins Zimmer und tat sein Bestes, um die Atmosphäre der Hoffnung aufrechtzuerhalten. Aber er war nicht schnell genug, um den besorgten Blick von Selma standzuhalten. Ein paar Stunden später begrüßte die Wärme der Morgensonne die müden Gesichter. Nadia war fest eingeschlafen. Sie hatte eine Epiduralanästhesie bekommen, ein Medikament, das bei Wehenschmerzen hilft und die werdende Mutter entspannt. Selma war nach Hause gegangen, um sich umzuziehen, und ließ Raoul allein auf der Station zurück. Sein ganzer Körper schmerzte, weil er auf dem Stuhl eingenickt war. Als er saß, kam Selma mit ein paar von Nadias Verwandten zurück ins Zimmer. Raoul freute sich, sie zu sehen. Jetzt, wo genug Augen auf Nadia aufpassten, konnte er auch ein bisschen frische Luft schnappen gehen. Auf dem Weg nach draußen hielt er im Büro des Arztes an, um noch ein paar Fragen zu stellen. »Wie werde ich Vater von 8 Kindern auf einmal?«, fragte Raoul. Der Arzt lächelte ihn an und antwortete, »Auf die gleiche Weise, wie du Vater von einem Kind wirst. Aber dieses Mal musst du alles, was du tust, 8-mal machen«, antwortete er. Beide Männer lachten. Sie unterhielten sich noch ein paar Minuten, bevor eine Krankenschwester hereinkam. »Sie steht kurz vor der Entbindung«, verkündete die Schwester aufgeregt. Raoul fiel bei dieser Nachricht fast vom Stuhl, aber der Arzt stand gelassen da. »Wenn es etwas gab, das auf dieser Entbindungsstation häufig vorkam, dann war es die Plötzlichkeit, mit der jede dieser Nachrichten kam. Niemand wusste das besser als er.« Sie eilten zu Nadias Zimmer und brachten sie schnell in den Kreissaal. Die nächsten paar Stunden fühlten sich wie eine Ewigkeit an. Nadias Schreie raubten Raoul jeden Rest an Mut. Er ließ sich in einen der Sitze sinken, während Selma auf und ab ging. Nach einigen Minuten hörte die Familie den ersten Schrei, dann noch ein und noch ein und noch ein, bis es 9 waren und nicht 8 wie erwartet. Raoul war überwältigt. Er hatte nicht mit einem 9. Kind gerechnet. Und doch waren die Überraschungen noch lange nicht vorbei. Raoul bemerkte, dass die Ärzte und Krankenschwestern immer noch im Kreissaal beschäftigt waren. Er wandte sich an Selma und fragte, »Wann wird das vorbei sein?« Sie lächelte und antwortete, »Ach, sie machen sie bestimmt gerade sauber. Sie wird noch früh genug rauskommen.« Kaum hatte sie das gesagt, hörte sie die Ärzte auf der Station schreien. Es war ein Schrei der Freude und Überraschung. Raoul und Selma sahen sich etwas verwirrt an. Plötzlich kam eine Krankenschwester heraus und schrie, »Glückwunsch, Ihre Frau bringt das 10. Kind zur Welt!« Selma schrie vor Freude, während Raoul es kaum fassen konnte. Sie hörten den Schrei des 10. Kindes und gerade als sie dachten, es sei vorbei, ertönte der Schrei eines 11. An diesem Nachmittag herrschte ein ohrenbetäubender Lärm im Krankenhaus. Die Menschen freuten sich mit Raoul und seiner Frau. Es war der erste Fall von Mehrlingsgeburten in diesem Krankenhaus und es war ja auch fast ein Dutzend. Der Arzt erinnerte Raoul noch einmal daran, dass er alles, was er für seine Kinder getan hat, nicht 8 oder 9, sondern jetzt 11-mal machen musste. Nadias Schwangerschaft kommt nicht alle Tage vor, weshalb selbst die Ärzte trotz ihrer jahrelangen Erfahrung ziemlich aufgeregt waren. Allerdings ist sich niemand sicher, ob diese Geschichte zu 100% stimmt. Keine seriöse Publikation oder offizielle Nachrichtenagenturen konnten ihre Echtheit bestätigen. Nichtsdestotrotz. Herzlichen Glückwunsch an Nadia und ihre Familie, wenn sie tatsächlich all diese Kinder zur Welt gebracht hat. Wie würdest du reagieren, wenn du gleichzeitig Eltern von 11 Kindern werden würdest? Sag es uns in den Kommentaren unten. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.